Herzlich willkommen in Rimini, Dennis. Und noch einmal an dieser Stelle alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Wir waren bei Herzlich willkommen in Rimini und nochmal alles Gute nachträglich. Vielen Dank. Wie bist du angekommen? Sehr gut. Ja? Der Flug war eine Stunde. Vom Flughafen hierher waren 2,5 im Stau. Ja, das hat also länger gedauert wie der ganze Flug, wie die Anreise. Aber ansonsten alles klar. Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich habe schon schön Spaghetti. Penne habe ich schon schön gegessen. Oh. Bolognese. Und mir geht's gut. Jetzt schauen wir mal, wo wir sind hier. Ne? Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Okay, let's get your hive off your shirt and your socks. You're gonna need help. You're gonna need help. Yeah. Oh. Stand tall. Show your hands. Face that way. Stand tall. Tall, 185.1. What's his number? 215. Go ahead and move it there. 103.9. Oh, he's good. It should be that. He's good. Okay. Good. Yeah. Music. Umrechnen. 230 Pfund. Und? Ja, passt. Also 103,9 hatte ich jetzt. Also 400 Gramm. Ah, ja. Okay. Cool. Ah, you have music. Pardon? You have music. Oh, thank you. So, you need music now? Scrivi Domenica. Okay. Where's the beat? It's Sunday? Also, habe ich mir offen gehalten mit der Musik. Aber vielleicht gibt es doch eine andere Musik, ja? Genau. Fashion. Wie schmeckt der Monster nach der ganzen Tortur? Wunderbar. Welchen gibt's? War's keine Ahnung, Zero. Oder war's ein Favorit ist? Das hat sich übrigens einigermaßen aufgeklebt mit dem Zero. Das steht auch, eigentlich steht es auch so drauf, Zero Zucker, ne? Also es hat kein Zucker drin, aber das heißt nicht Zero Kalorien unbedingt. Hätten wir das auch geklärt. Mhm. Ja, hättest du mal vernünftig gekauft. Das ist nur original. Ja? Das ist nur original. Das ist nicht eingelaufen. Ich bin das nicht gewöhnt. Bist du bereit, dich den kritischen Blicken zu stellen? Nachdem, was ich über ihn zu sagen habe, macht er sich doch keine Gedanken mehr, was ich sage. Wie ist denn dein Eindruck, Dennis, jetzt? Hast du ja auch verfolgt und so? Ja, mein Eindruck habe ich ja schon hier. Weiß ja jeder, was ich denke. Nee, jetzt auch nochmal schön für YouTube, damit wir was haben. Und du bist ja auch erfahren genug und lang genug dabei. Wie würdest du an Davids Stelle jetzt vorgehen? New York, dritter Platz. Also okay. ich würde jetzt ganz einfach hier morgen am Sonntag erstmal gewinnen. Dann qualifiziert er sich für die Olympia, ist ganz klar. Und dann macht er auf der Olympia also auf jeden Fall in den Top 5 mit. Und macht sich damit Namen? Ein Haushaltsnamen in der Classic-Physik-Branche, muss ich sagen, als deutscher Repräsentant. Und dann kann er direkt 2-3 Wochen später dann auf der Dennis James Classic sich qualifizieren für 2019. Dann hat er das ganze Jahr Ruhe, kann sich voll vorbereiten, vielleicht die Arnold in Columbus noch davor. Das wäre auch nicht schlecht, so ein Titel noch. Und dann auf die Olympia mit voller Gewalt, ausgeruht. Ja. Weil jetzt ist dieses Jahr, der ja viel mitgemacht ist, natürlich... Ja, ist natürlich schwer, auch nicht nur körperlich, auch physisch, das Ganze durchzuziehen, obwohl eine Olympia-Qualifikation motiviert schon ungemein. Und dann denke ich mir, das schafft er schon. Erinnerst du dich daran, als du dich das erste Mal zum Olympia qualifiziert hast? Natürlich, 2000, Arnold Classic, 4. Platz. So erinnere ich mich noch genau daran. Da war genau, der Flex hat gewonnen, Chris Cormier 2., Kevin Lerone 3., ich 4., Dexter Jackson 5. Und der Rest hat mich nicht interessiert. Und dann bist du aber auch nur noch direkt nach Vegas geflogen oder hast du dann auch... Nee, ich hab, also ja, gut, damals war es ja
Da waren auch die Arnold, da waren die Europa-Tour nach der Arnold und dann kam die Olympia, dann kam die Tour nach der Olympia. Da war immer noch was los und wir haben dann meistens nur über 4-2 Meisterschaften vorbereitet, ganz klar. Die größten Meisterschaften. Die ganze kleinen 14, wenn du heute mal zur Elite dazugehörst, willst du nicht auf irgendwelche Kleine gehen und dann vielleicht das Timing verpassen und dann geschlagen werden von Leuten, die dich nochmal nicht schlagen dürfen. Da muss man immer vorsichtig sein. Und Frankfurt, der aktuelle Stand, wie sieht's aus? Tickets gibt's noch? Tickets gibt's noch, obwohl ich sehr überrascht bin, dass der Ticketverkauf so gut anläuft. Also wenn der Ticketverkauf, wenn die Athleten so kommen, wie die Ticket verkauft werden, dann bin ich zufrieden. Dann ist alles gut. Muss ich schon sagen, weil die besten Plätze sind schon fast alle weg. Ja. Ja, ich sagen. Sehr schön. Bin ich zufrieden. Das zeigt wieder aus, dass Deutschland halt der Sport doch noch unterstützt wird. Und selbst wenn Leute nicht starten, die kommen trotzdem und setzen sich hin und dann freuen sie ihre Leute an. Und das finde ich super. Ja. Und wir haben dann auch noch ein heißes Eisen für Frankfurt, ne? Für Frankfurt. Vor der Haustür, ja. Eben. Dann kann meine Freundin sich endlich mal freuen. Die hat mich nämlich in allen Jahren noch nie auf der Bühne gesehen. Siehst du mal, und der Zwerg auch. Also früher, das hat irgendwie nie gepasst. Das war ja dann auch schon meine internationale Amateurkarriere. Da war es immer ein bisschen schwierig. Und jetzt noch mit einem kleinen Kind von 1,5 Jahren. Das ist natürlich auch so gut wie unmöglich, da mal gerade mitzukommen nach New York oder so. Aber Frankfurt, das ist dann machbar. Ja, also Leute, alle ganz schnell unten in der Videobeschreibung ist der Link zu den Tickets. Wenn Dennis sagt, die besten Plätze sind schon weg, wer noch kommen möchte, den David supporten möchte, unbedingt Tickets. Ja, David und auch Bodybuilding halt, ne? Genau, den Sport an sich. Also das ist, ob ihr es glaubt oder nicht, das ist ein Unterschied, ob man eine Meisterschaft auf dem Handy guckt, auf Instagram oder ob man mal vor Ort ist. Ja. Und das wäre natürlich immer geil, wenn da richtig die Hütte abgerissen wird. Also Frankfurter Jahrhunderthalle, du wirst das wahrscheinlich noch kennen. Da gab es früher Meisterschaften vom Walder Klock noch, da war das Ding voll. Aber in der Hessenmeisterschaft. Und wenn wir das nochmal hinkriegen, so, das wäre eine geile Sache. Also. Ach, machen wir. Wir haben da den Support. Wenn der Dennis schon so eine tolle Meisterschaft in Deutschland macht, dann müssen wir auch auf jeden Fall die deutschen Fans da die Stange halten. Glaube ich auch, dass die deutschen Fans hinter uns stehen. Machen wir schon. Da bin ich überzeugt. Ne? David macht mit, den Steve holen wir auch noch, der macht einen Gastauftritt direkt nochmal, dann kommt der auch noch mit vorbei. Dann machen wir richtig Rambazamba in Frankfurt. Eine Überraschung haben wir auch noch zur Moderation. Richtig, ja genau, das kommt ja auch noch. Also das ist die High Society. Vielleicht sogar zwei Überraschungen. Zwei sogar? Ja. Eieieiei, wird ja immer besser. Ja. Immer besser. Eine Moderation Premiere vielleicht noch. Ja? Ja. Dann bin ich ja mal gespannt. Also hier, das wird auf jeden Fall interessant. Tickets gibt es hier unten zum Link. Also vorbeischauen. Bei dennisjamesclassic.de. So sieht's aus. So, jetzt mach dich nackig hier. Machen wir hier, oder? Machen wir so dein Ding durch, ja. Machen wir so, wie du das ja mal immer David, jetzt mit dem linken Fuß probieren wir mit den Zehen den Boden zu greifen. So, genau. Siehst du, wie der Beinbizeps kommt dann links? Das sind die Tricks. Genau. Gerade so wie wenn du mit dem Fuß so machen willst, dann. Kommt dann aber kommt jetzt mal mehr auf den rechten. Genau. Die hab ich auch gar nicht. Die gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. Aber in der Routine gibt's die. Da gibt's gar nichts. Machen wir noch so ein paar klassische Posen, was du so machst. Hast du irgendwann mal so die Doppelbizeps so gemacht? So? Ein bisschen klassisch noch? So. Und jetzt machen wir mal die Front-Doppel-Bizeps. Mach die mal, wie du es normal machst. Das ist nur für mich jetzt. Weil ich muss mir das unbedingt mal angucken. Ganz normal, wie du es normal machst. Und jetzt probier doch gerade mal einen Arm hoch und guck mal den Arm. Genau. So, tu sowas mal dazu machen. Das sieht
du musst es ja nicht lassen. Du kannst die Double Beaches machen, pup, das ist die erste Fischpose, so was im Vergleich. Und dann geh einfach mal. Das Klassische ist voll brutal. Du hast, das ist, da passiert gar nichts. Von hinten auch, wenn du sie von hinten machst, Double Beaches, badach, du kannst dich bewegen, einfach ein bisschen Musik machen. Sieht doch gut aus, oder? Super sieht aus, mach ja. Das nochmal. Hier, den Kampf wieder nach vorne auf einmal. Genau, richtig hoch, guck in die Hand. So. Stell dich mal von vorne, nochmal ganz relaxed, wenn du die Front relaxed machst. So, jetzt ist es für mich Bodybuilding. Weißt du, was ich meine? Du musst gar nicht die Arme so weit raus machen. Du hast so ein Latt, wenn du die Arme nur hängen lässt und nur aufmachst, sieht es viel schöner aus. Mhm. Finde ich. Ja, das ist eine Frage mit dem Judging halt. Ne? Mach schnell dich mal hin und mach nur mal den Latt auf, ohne die Arme. Total. Weißt du, zieht es nicht so gewohnt aus. Ja. Du zieht es aus, wie wenn es einfach so ist. Wir haben hier früher die Stangen. So. Ich stelle dich einfach mal so ganz normal, gucke, wo es so runterstellt. Nur für mich jetzt. Ich brauche das. Wenn ich so eine Figur hätte, ich würde den ganzen Tag eine klassische Pose machen. So, guck mal an der Runde an, bleib einfach mal. So. Das passt alles. Also verrutscht überhaupt nichts. Also das sage ich jetzt schon im Voraus. Erster, zweiter und dritter Platz. Alle zusammen? Alle zusammen. Ne, also, die Form ist super. Die Form ist super, da gibt's gar nichts. Bist du auch schon voll, du bist nicht flach. Weißt du, du kannst ja noch essen jetzt. Ne? Also ich finde es. Naja, ich steht ganz normal essen. Du musst ja nichts mehr großartig machen. Ganz normal essen, morgen Abend hast du auf zu trinken. So, dass du immer, dass du, bis du merkst, eben bin ich voll, hörst du auf. Hört mir gar nicht. Musst du jetzt nicht sagen, ich muss super laden, weil du siehst so brutal aus. Mit dieser Härte siehst du schwerer aus, wie du bist. Also du siehst mindestens 10 Kilo schwerer aus, wie du wirklich warst. Ja? Würdest du, wenn man jetzt siehst, ja, Sonntag ist der Wettkampf, würdest du überhaupt noch irgendwas verändern? Alle also fangen dann an, zu großartig zu laden, in Western, Pieper. Ich will überhaupt gar nichts großartig verändern, weil da läuft ja die ganze Zeit, die Maschine läuft die ganze Zeit so, schon konstant. Einfach essen, nicht verrückte Muskeln, jetzt sage ich, ich brauche 3 Kilo Kohlenhydrate, einfach normal essen, verstehst, und morgen Abend aufhören zu trinken, wenn du ins Bett gehst und das reicht. Sonntag Farbe drauf. Naja, das sieht er jetzt schon, obwohl er noch keine Farbe hat, sieht das schon super aus. Das ist ja alles da. Und wenn er, das Wichtigste, was ich ja immer gucke, wenn jemand postet, ob was passiert. Und es passiert ja was, also hat er auch noch, der ist er nicht flach. Ne? Flach ist anders. Ich finde es super. Die Luft ist ja ein bisschen raus. Ne? Ich habe eben schon 2 Stunden trainiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das ist immer so, du trainierst eine Viertelstunde, machst die ersten 2-3 schweren Sätze, dann hast du deinen Punkt und dann geht's wieder. Ne? Ja, aber dafür? Für mich ist es Klassik. Das ist Klassik. Wollte ich gerade sagen, ich meine, wenn man jetzt guckt, ja, ne, klassische Musik hat dann auch eine Definition. Ich würde eine Pose, die ich dir noch gerne zeige, die du vielleicht, wenn dir die gefällt, das habe ich mit dem Tim immer so gemacht, der hat so Figur wie du, also unheimliche Latt oder super schmale Taille. Jetzt gucke ich mal die Bilder raus von dem. So was zum Beispiel. Mhm. Weißt, der hat so jetzt die Figur wie du, der hat auch sehr so groß. Warte mal. Die mit dem Armband ist super, der ist super. Ja, die ist geil. Die ist richtig geil, wenn er so steht. Ja. Diese Francis Benfato. Genau. Und der steht dir genauso. Du hast. Du bist. Glaub mir, wenn du da stehst, du siehst in jeder Pose. Noch ein bisschen? So, jetzt probier einfach mal so. Muss man die Brust hochholen? Die muss er üben. Die muss er üben. Ja, das ist bedarf halt, also das. Ja. Das muss er üben. Das muss er üben. Ja, diese filigranen Ballettbewegungen sind nicht unbedingt so. Sieht schon aus, aber wie so ein griechischer Statue. Ja, aber die ist gut. Aber wenn du die richtig machst, wenn die sitzt, ist die super. Ich muss alles anspannen. Sonst ist es zu dünn. Okay. Ja. Anspannen. Der war ja aber auch gerade nach dem Brusttraining mit mir. War ja aufgepumpt, wie zum geht nicht mehr, ne? Der konnte den Arm nicht mehr anders halten, deswegen haben wir die Pose gemacht. Labrada haben die immer gemacht früher. Aber du kennst doch. Jetzt mach dich nicht verrückt, jetzt hol erstmal deine Qualifikation und dann hast du Zeit, dir das alles nochmal richtig, genau, dich selber zu verbessern mit eigenen Posen. Weil du hast Pose, kannst du machen. Du,
Da kann, sowas könnte ich mir gar nicht machen. Das sehen mir aus wie Vollidioten, verstehst du? Das geht dann, du musst ja die Figur haben dazu. Naja. Also super. Die Pose, die muss dann in Frankfurt, muss sie dann sitzen. Auf der Olympia, auf der Olympia schon Olympia, vor Frankfurt. Ja. Wenn ich so aussehe, die zwei Tage vor der Meisterschaft, würde ich mir überhaupt keinen Kopf mehr machen. Da wäre ich ganz locker. Würde ich mir DSD, wie heißt es, Deutschland sucht den Superstar angucken. Gibt's das noch? Ja, ja. Ja, gibt's noch. Ja. Fancy gucken und ganz locker bleiben. Also alles. Da kannst du gar nicht, das kannst du gar nicht mehr versauen. Der könnte jetzt fressen, was er wollte morgen, dann wird es gar nicht kaputt gehen. Das geht so schnell gar nicht. Männer, es geht wieder ein Deutscher auf die Olympia. Ich habe jetzt Zeit. Sehr schön.